Die Nagel Group ist mit 130 Standorten und mit ca. 7000 Kühl-Lkw einer der größten Lebensmittellogistiker in Europa. Wir haben uns schon frühzeitig in der Nagel Group mit dem Thema CO2-Reduzierung beschäftigt, haben verschiedene Techniken dafür untersucht und getestet. Natürlich nach Partnern gesucht, die dann dementsprechend zuverlässig und auch in der Lage sind, diese Technik zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Our ambition at Scania is to offer the whole solution. It's not only the truck. We try to understand the customer's business. We are asking questions like, what is your payload? Topography, start and stop frequency, temperature, the speed of the vehicle, and the standstill time. With the two specific routes that we analyzed, we figured out that actually it's not such a high amount of charging power needed because the trucks are never at the depot at the same time. So with the charging solution that we've offered, there is also a very sophisticated back-end system included, which means Nagel is able to monitor and control the charging power. They can prioritize vehicles. This is very important to monitor and distribute power to the right point in the right moment. Wir haben diese Ladestation so flexibel gewählt, weil wir zukünftig auch unser ganzes Energiemanagement auf die Ladeleistung abstimmen wollen und auch die verschiedenen Einsätze der Fahrzeuge mit berücksichtigen. Zukünftig planen wir, die Ladestation in das Energiemanagement des Standorts einzubinden, um so bestmöglich unter anderem unsere Photovoltaikanlagen zu nutzen, um die Lkw umweltfreundlich zu machen. I'm really proud to grow together with the company Nagel in that e-mobility journey. We started with one vehicle and now we talk about 6 trucks in operation together with the Scania charging infrastructure. We try to be as scalable and flexible with our solution as well. And I think this is very well reflected in the solution we created. So we are able to just expand this charging network that we have here and be ready for the future already now. Die Reichweiten passen, die Ladeleistung passt und wir schaffen gut unsere 350 Kilometer Strecke, haben sehr gute Ladekurven und sind soweit mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Stimmung bei Fahrern und auch bei sonstigen Kollegen, die mit diesen Fahrzeugen konfrontiert werden, immer sehr positiv. Und genauso war es bei dem Fahrzeug, was wir von Scania in den Einsatz genommen haben, auch. Und es war bis heute schwere Begeisterung bei den Fahrern da, die dieses Fahrzeug gefahren haben. Und sie möchten eigentlich gar nicht mehr zurück auf den Verbrenner.